Wir beschäftigen uns heute hier kurz mit Kegelschnitten und zwar kann Folgendes passieren, wenn ich also hier einen, ich zeichne es mal von der Seite, Schnitt vollführe, dann kann es so aussehen. Ich übertreibe das noch mehr, ich kann es auch mal ganz glatt schneiden, diesen Kegel, das sähe dann so aus von der Fläche und man vermutet auch den Kreis und beim Blauen vermutet man irgendwas anderes, wahrscheinlich eine Ellipse und je nachdem wie steil ich reingehe, unter welchem Winkel und so weiter, passiert das. Wenn wir jetzt eine Formel bekommen, irgendeine Formel, jetzt muss ich mal ganz schnell nachgucken, ob ich eine habe, ja, eine habe, dann müssen wir letzten Endes bei der ganzen Sache bloß Folgendes machen. Da steht zum Beispiel, was für einen Kegelschnitt wird durch die Gleichung x und so weiter beschrieben. Skizzieren Sie den Kegelschnitt in einem xy-Koordinatensystem. Der ganze Trick ist letzten Endes, und jetzt mache ich mal ganz kurz hier Pause und zeichne schnell mal die Kegelschnitte auf, die möglich sind und was passieren kann und weise dann auf bestimmte Dinge hin und dann komme ich zu dem Trick, wie man das ganz schnell hinbekommt. So, ich habe jetzt erstmal eine Ellipse angedeutet in einem Koordinatensystem. Ich habe die extra mal raus aus dem Koordinatenursprung genommen, denn daran kann man nämlich eigentlich schon erkennen, worum es geht. In Blau, der Mittelpunkt, wenn ich den jetzt hier runterziehe, dann habe ich hier einen Punkt C und hier auf der Y-Achse rüber zum Mittelpunkt gepeilt einen Punkt D. Besser gesagt, es sind Koordinaten, aber ich komme dann drauf. Dann haben wir die Exzentrizität, also das heißt, das mache ich mal in grün, wie weit die Dinger solche Ellipsen abweichen von der eigentlichen Kreisform. Das wäre hier B und hier A. So, und jetzt kommt es eigentlich bloß auf 1 an. Jetzt male ich mal ganz schnell auf, wie die Formel, die allgemeine Formel dafür heißt. X minus C in Klammern zum Quadrat. Und jetzt kommt ein dickes Plus. Ich mache das extra mal dick, weil das ist der große Unterschied. In Klammern Y minus D zum Quadrat. Das Ganze geteilt durch die Exzentrizität. Aber zum Quadrat und dann ist gleich 1. Das erinnert uns ganz stark an die Kreisformel. Ich gehe mal runter. Beim Kreis, da entfällt die Exzentrizität. Und da sieht die Formel eigentlich ganz ähnlich aus. Und zwar beim Kreis. Ich schreibe mal ganz einfach schnell Kreis drüber. Und verzichte mal auf das Aufmalen, denn es kommt der Ellipse ja total nahe. Da heißt es dann einfach x minus 10, Klammern zum Quadrat. Jetzt wieder das dicke Plus, weil das wird ein Unterscheidungsmerkmal sein. Und y minus d in Klammern zum Quadrat ist gleich r Quadrat. Und das ist der ganze Haken. Das ist der eigentliche Unterschied. Also merken wir uns mal, dieses Plus ist ganz wichtig. Und ansonsten x minus c und d, dieses minus d, das kennen Sie eigentlich aus einer ganz einfachen Geschichte. Ich erinnere mal an f von x ist gleich x plus e in Klammern zum Quadrat minus d. Ich habe es jetzt extra. So. X minus e in Klammern zum Quadrat plus d. Ich kann auch ein Plus reinmalen. Ich mache das mal. Jetzt sieht das wie folgt aus. Ich kann hier bei minus e, das ist das Einzige, was ich umkehren muss, und bei d direkt, ohne an das Minus zu denken, also hier das umgekehrte Vorzeichen, kann ich sagen, das ist der Scheitelpunkt. Können Sie sich daran erinnern? Und das gleiche Prinzip, das haben wir hier auch. Das gucken wir uns jetzt aber beim Kreis verzichtet drauf, das ist zu leicht. Gucken wir uns das nochmal bei der Ellipse an, und zwar sieht es da so aus. Minus c, also c, hier ist der Abstand, hier bei c. Hier steht die Koordinate, wo muss der Mittelpunkt hin? Gucken wir uns den Kreis nochmal an, das gleiche. Aber eben so wie bei unserer Formel für eine quadratische Funktion, eine ganz einfache, zeichnet es hier den Scheitelpunkt, aber eben im umgekehrten Fall und darauf müssen wir dann achten. Das ist der ganze Trick dabei. Ich verzichte jetzt mal eine Hyperbel. Ich werde es doch machen. Aber bis dahin erstmal Fragen bitte. Nehmen wir mal eine übungsweise Gleichung und probieren mal, was hierbei rauskommt. Wir gucken uns mal folgende Formel an und zwar ein Kegelschnitt hat x² minus 4x plus y² plus 6y plus 9 ist gleich 0. So,
Und jetzt untersuchen Sie diese Formel mal und sagen, was wird's? Wird's eine Hyperbel, eine Parabel, eine Tralala? Ich habe die ganz bewusst so gewählt, weil die wird auf etwas hinweisen, das haben wir eben gerade gehabt. Machen wir das mal. Gut, jetzt sind wir soweit gekommen. Jetzt haben wir gesagt, naja, wir gucken uns den vorderen Teilterm an, x² minus 4x plus, ja, jetzt müsste da noch was Schickes dahinter stehen. Ist egal. Wir machen das mittels der sogenannten quadratischen Ergänzung. Warte mal. Ich nehme also diesen Teil hier jetzt erstmal und daraus mache ich was. Und zwar, ich sage, das klammer ich sozusagen wieder ein mittels zweiter binomischer Formel. Das ist x, das Minus darf ich übernehmen, minus 2 in Klammern zum Quadrat. Jetzt mal die Gegenprobe am besten im Stillen machen. Das müsste x² minus 2 mal a mal b. Also 2 mal 2 ist 4, 4x. Und jetzt aber minus 2 mal minus 2 ist plus 4 stehen. Das steht aber im Gelben nicht drin. Also sage ich, okay, wenn ich schon hier so einen Betrug gemacht habe, dann ziehe ich den Betrug wieder ab. Das heißt aber hier für meine Klammerform, dass jetzt nochmal, wenn ich das hier mache, ich ja eigentlich bloß das Gelbe zur Verfügung hatte, dann ergibt das ja ausmultipliziert wieder das hier. Das heißt, ich muss die minus 4 hier mit dahinter schreiben. Gut, wische ich das mal weg, machen wir das. Also kommen wir dann hier auf minus 4. Das ist die Aufhebung des Betrugs. Jetzt gucke ich mir den Restterm an und sage, Moment, das riecht aber wirklich nach echt quadratischer Ergänzung weglassen. Also sage ich, okay, das ist plus y. Das Plus darf ich von dem, was vor der 6y steht, übernehmen. Und das Ganze klammere ich ein und sage plus durch 2 und durch y bleibt eine 3 übrig. Und wenn ich 3 mal 3 nehme, habe ich sogar meine 9. Na prima, muss ich nicht betrügen und kann das so hinschreiben. Und jetzt haben wir was ganz Schickes. Jetzt kann ich diese, hier, diese minus 4, die noch übrig geblieben ist, die kann ich jetzt rüberbringen auf die, ich habe das schon gemacht, Entschuldigung, auf die andere Seite. Und wenn ich das jetzt also tue, ich sage also plus 4, dann müsste ich den ganzen Kram nochmal abschreiben. Also lösche ich es mal hier weg und schreibe hier stattdessen gleich eine 4 hin. Dann habe ich mir eine Zeile Schreiberei erspart. Und jetzt eine Frage, wie sieht denn die aus? Wie sieht denn diese Formel, wenn ich diesen Term hier mal ein bisschen ranhole, wie sieht denn die jetzt aus? Wenn ich die mit meiner Ellipse vergleiche, dann sieht sie arg ähnlich aus, aber die ist nicht exzentrisch, denn hier unten drunter, hier steht durch 1 und eine Exzentrizität von 1, ja, die ist keine. Also kann ich sagen, das ist was? Das ist ein Kreis. Gut, jetzt haben wir einen Kreis. Jetzt müssen wir aber ablesen und jetzt empfehle ich Ihnen Folgendes. Jetzt sagen Sie, Moment mal. Hier drin steht ja, jetzt gucken wir nochmal unsere Kreisformel, die sieht ja dem ähnlich. Ich kann es also weglassen. Jetzt müssen wir die Parameter ablesen. Jetzt steht hier minus d, also minus c. Minus c. Ich kann das c also direkt übernehmen. C muss demzufolge 2 sein. Und hier, Achtung, minus d in Klammern zum Quadrat heißt es. Hier steht aber ein Plus, also muss ich das d mit einem negativen Vorzeichen versehen. Und hier, das ist r². Achtung, das ist r². Vorsichtig. Also muss r gleich 2 sein. Und damit haben wir die ganze Sache abgelesen und können das ganze Ding dann auch, und deswegen habe ich die Skizze noch nicht gemacht, können das ganze Ding dann noch aufmalen mit diesen Parametern. Also, zack, zack, schnell die Achsen. Y und x, schnell eine Einteilung, eine 1 reicht. Denn wir wissen, wie lang dann alle anderen sind. Und jetzt sagen wir, okay, c ist gleich 2. 1, 2, ich mache es mal in blau, dann sieht man es. Gibt es eine Frage? Nee, gut. Also hier wird mein C sein und jetzt mache ich das Grüne noch in D. Das ist aber minus 3, minus 1, minus 2, minus 3, also wird das hier sein. Und demzufolge, wenn ich jetzt hier diese beiden Abschnitte kreuze, hier unten, hier habe ich mein M. So, jetzt hat der aber Radius 2, naja, ich mache den Kreis mal in lila. Also Radius 2, jetzt bin ich 2 von der y-Achse weggegangen, also ist hier mein Radius, ich gehe hier hoch. Wer einen Zirkel hat, kann es natürlich besser und das war's. Damit hätten wir das Ding gelöst. Wir machen dann auch andere, das ist nicht das Problem, aber das bis dahin erstmal. Und bevor das Video zu lang wird, nochmal eins ganz schnell gesagt. Das Ganze bitte, das tun Sie nochmal zu Hause, schnappen sich die Formel nochmal, decken alles andere zu, Sie halten praktisch das Video an, machen eine Pause, damit Sie gar nicht erst die Auflösung sehen. Und dann machen Sie dieses Ding nochmal nach. Und dann können Sie sich noch andere Sachen vorgeben, beziehungsweise andere Aufgaben können wir noch machen.
Ich mache jetzt mal kurz Pause, falls noch Fragen sind. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Und wenn sie noch so komisch klingen, bitte. Ach so, danke. So, dann hören wir an der Stelle ein Video auf und es geht um das nächste, das ist das Thema Hyperbel, wird aber hier, ich male hier gleich weiter, aber das Video ist neu.